Ihr Lieben, es ist eine sehr stürmische Zeit und umso mehr dürfen wir jetzt achtsam mit unseren Gedankenenergien, mit unserer Schöpferkraft sein, die ja dazu da ist, um zu manifestieren. Und was wollen wir manifestieren? Die Sandra Weber kennt ihr vielleicht aus den zwei Videos, unter anderem Bewusstseinssprung, bist du bereit? Und Sandra ist jetzt gerade in Südafrika und sozusagen der europäischen Glocke oder der deutschen Glocke entronnen und schaut von außen drauf und möchte uns ermutigen, achtsam mit unserer Schöpferkraft jetzt umzugehen. Ich heiße euch herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV und jetzt geht's los. Liebe Sandra, du hast viel zu tun da unten. Also Urlaub ist es nicht, auch wenn ihr zwischendurch mal rausgeht und du hast schon richtig gut Farbe bekommen da unten in der Nähe von Kapstadt. Ist richtig, ne? Ja. Ja, im Prinzip. Hallo Götz. Erstmal danke wieder für deine Einladung. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Hier in Kapstadt bin ich in einem kleinen Vorort. Gerade, also wir ziehen auch immer wieder mal um einfach unterschiedliche Stellen zu sehen. Und wie du schon angekündigt hast, ich habe mir diese Glocke, die da über Deutschland hängt, über dem ja eigentlich europäischen Raum, aber hauptsächlich über dem deutschsprachigen, die habe ich mir dann aus dieser Ferne mal nochmal anders angeschaut. Also ich arbeite da schon lang dran, schon seit Jahren dran, immer wieder aufzulösen, Felder zu transformieren. Vor allem diese Kriegsfelder, die in den letzten 2 Jahren massiv hochgekocht sind, auch durch die andere Thematik, die uns jetzt 2 Jahre lang begleitet hat, sind sehr viele Ängste hochgekommen in Menschen, die noch aus der Zeit der Weltkriege stammen. Ja, also die wirklich über die Ahnenlinie noch im Zellbewusstsein drin waren und jetzt hochgekommen sind, um eben geheilt zu werden, um eben transformiert zu werden. Und mit jeder Transformation, auch auf dieser persönlichen Ebene, sage ich mal, erleichtern wir das Feld, das alle beeinflusst, das also über den Ländern hängt. Und da bin ich sehr dran, genau, mir diese Dinge eben anzuschauen. Und das geht manchmal mit etwas Abstand, wenn man nicht so direkt drunter ist, tatsächlich noch leichter. Magst du ganz kurz skizzieren, wie es bei euch da in Südafrika, wie die Menschen miteinander umgehen? Ja, jeder hat natürlich seine eigene Wahrnehmung. Vielleicht würde jemand anderes, der hier ist, etwas anderes erzählen. Ich bin natürlich auch in entsprechende Felder eingeklinkt. Hier gibt es keine Maßnahmen außer einer allgemeinen Maskenpflicht. Die würde theoretisch sogar im Freien bestehen, aber das entscheidet wirklich jeder selbst, ob er sich daran hält oder nicht. Also man sieht immer wieder Menschen mit Masken rumlaufen. Das sind meiner Einschätzung nach hauptsächlich sehr arme Südafrikaner, die Angst haben, dass sie sonst nichts bekommen. Ja, von den Menschen, dass sie noch mehr abgelehnt werden. Die haben teilweise total schmutzige Masken auch auf. Und dann eigentlich Touristen, hauptsächlich die ältere Generation an Touristen. Ansonsten sieht man kaum Menschen mit Masken. Auch in den Läden, also ich gehe immer ohne Maske rein und lächle die Menschen an und sage freundlich Hallo. Da ist es in der Regel kein Thema. Es gibt so 1-2 größere Ketten. Wenn man da Lebensmittel einkaufen möchte, dann stehen natürlich schon 2 Bedienstete direkt an der Tür. Und die sind für nichts anderes eingestellt, als nur darauf zu achten, dass die Menschen ihre Maske aufhaben. Gut, da kommt man nicht anders rein. Ja? Also entweder meidet man dann eben diese Läden oder man zieht sie kurz hoch und ist man an ihnen vorbei, kann man sie auch wieder runterziehen.
so ist die Lage. Insgesamt ist es einfach viel, viel freier, viel, viel wertschätzender. Also der Umgang unter den Menschen ist ganz anders, weil niemand den anderen böse anguckt oder kritisiert. Jeder ist sozusagen für sich selber verantwortlich. Also wenn ich mich nicht an eine Maskenpflicht halte, dann bekomme ich eben ein Bußgeld vielleicht, ja? Ja, das muss doch niemand anderen interessieren. Also das wird hier schon ganz, ganz anders gehandhabt und somit kann man sich eben mit dieser Einstellung, die ich dann auch vertrete, hier viel, viel besser bewegen. Dann lass uns zum Kern kommen. Du hast in deinem Podcast Dimensionen oder neue Dimensionen des Friedens, hast du ja eine Botschaft rübergebracht, die ich gerne hier den Zuschauern von Neuer Horizonte auch rüberbringen möchte, beziehungsweise dich bitten möchte, sie rüberzubringen, dass ja, diese Kräfte, die da im Hintergrund wirken, sogenannte dunkle Kräfte, keine eigene Kraft haben, ja, um etwas zu manifestieren, sondern nur durch Täuschung, durch Medienpräsenz unser Bewusstsein so lenken, dass wir durch unser Bewusstsein, durch unsere Schöpferkraft, ja, Dinge manifestieren, die wir eigentlich gar nicht wollen. Kannst du das mal bewusst machen, wie funktioniert das, dass wir etwas manifestieren, was wir nicht wollen? Ich meine, gut, ich habe ein Buch drüber geschrieben, über unbewusste Glaubenssätze. Ja, also wenn wir wüssten, heißt das Buch. Sehr gutes übrigens. Ja, wie sehr wir von unbewussten Glaubenssätzen gesteuert werden und tatsächlich eine Realität manifestieren, die wir gar nicht mit dem Tagesbewusstsein wollen. Oder genau, vielleicht das Gegenteil. Wir versuchen nicht, wir machen. Einfach, genau. Kommt in den Indianersprachen auch nicht vor. Versuchen und Konjunktiv gibt es da nicht. Wie funktioniert dieser Mechanismus? Ja, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns eben jetzt wirklich auch darauf besinnen, wer wir sind und was wir Menschen für eine Macht haben. Wir alle sind mit dieser göttlichen Schöpferkraft ausgestattet und die hat eine bestimmte Funktionsweise, nämlich wir arbeiten mit einer Vision. Also ich habe zum Beispiel ein Bild vor mir, was ich erreichen möchte. Manchmal ist es auch eine Angst, dann erreiche ich, dass sich die Angst vielleicht eher in meinem Feld zeigt. Oder ich habe eben ein positives Bild und wenn ich dazu Gefühle habe, zum Beispiel Freude oder natürlich auch Angst, Trauer, was auch immer, dann kommen Vision und Gefühl zusammen und das startet unsere Manifestationskraft. Also dann bewegt sich das ganze Leben in diese Richtung, ja? Und was die Medien tun, bewusst oder unbewusst, da müssen wir auch aufpassen. Ja, weil wenn wir von den dunklen Kräften sprechen und von dieser Manipulation, dann bedeutet das schon wieder, wir haben einen Schuldigen im Hintergrund. Und dann sind wir schon wieder in dem Feld, das wir nicht nähren wollen. Verstehst du, das ist so vielschichtig, das ist so vielleicht sehr raffiniert aufgebaut, ja, aber ich glaube nicht, dass alles einfach nur von irgendwelchen Wesen konzipiert wurde, sondern dass es sich entwickelt hat, weil wir in einem spiegelnden Universum leben und überall, wo das eine ist, ist auch das andere, ja, und deswegen, es geht darum für uns ganz klar zu entscheiden. Es geht darum zu entscheiden, möchte ich jetzt Krieg oder Frieden? Möchte ich Krankheit oder Gesundheit? Was möchte ich in meinem Leben erschaffen? Und mir dann mal anzuschauen, die Dinge, die ich da konsumiere, die Dinge, die ich da über die Medien anschaue, die Gespräche, die ich führe, das Essen, das ich zu mir nehme, was hat denn das eigentlich für eine Energie? Hat das eine friedvolle Energie? Nähere ich damit Felder des Friedens, der Einheit, der Liebe? Oder hat das eher eine Energie der Trennung, der Spaltung? Finde ich Schuldige? Will ich wissen, wer schuld ist? Kommen in mir Gefühle hoch von, da muss jemand bestraft werden und zur Rechenschaft gezogen werden? Und der Trennung, ich meine,
wir sollten uns mal ganz tief darauf besinnen, was der Mensch eigentlich ist, was wir hier eigentlich sind, was diese Erde hier eigentlich ist. Meinst du, das göttliche Bewusstsein macht hinter der Grenze einen Unterschied? Hat die Erde Grenzen? Machen ein paar Kilometer was aus? Letztlich gibt es ja nicht mal den anderen und mich, sondern alles ist irgendwo ein Bewusstsein, ja, das sich in vielen verschiedenen Facetten zeigt. Und ich gehe in Resonanz damit oder nicht. Ich nähere mit meinem Bewusstsein, mit meiner Schöpferkraft diese Felder oder nicht. Ja? Und jetzt sehe ich einfach, dass die Menschen gerade extrem in diese Kriegsfelder einsteigen. Wer ist schuld und was kann man jetzt machen und wie kann man aufhalten? Und aber auch in diese Felder der Prognosen. Und das ist das Gefährliche, ja? Und es heißt schon seit Jahrhunderten, Wahrsagerei ist Scharlatanerie, ja? Ich möchte das so nicht sagen, denn es gibt tatsächlich Möglichkeiten, ein Stück weit auch in die Zukunftslinie hineinzublicken, Energien abzufragen. Das ist durchaus möglich, weil es Zukunft und Vergangenheit ja so gar nicht gibt. Die Zeit ist eher eine spiralförmige Bewegung. Aber wenn wir das tun oder wenn das jemand von uns tut, dann bedeutet das immer, er hat Anhänger. Und diese Anhänger, und das können die Medien sein, das kann jemand sein, der eben spirituell arbeitet, dessen Anhänger werden diese Bilder aufnehmen, werden diese Gefühle verstärken und damit die Manifestationskraft, die eigene Schöpferkraft voll da reinschicken. Und damit die Felder stärken. Ja? Genau. Und damit diese Felder stärken. Also ich sage schon lang, gewöhnt euch ein bisschen mehr an, in Feldern zu denken. Das macht wirklich zum einen Spaß. Ich zeige mal was. Unter diesem Zeichen wirke ich, ja, die Holarchie, Felder in Feldern in Feldern. Und da gehören die sogenannten Dunkelkräfte auch dazu. Ja, genau. Dass sie letztendlich einem höheren Plan folgen. Vielleicht ohne es zu wollen und zu wissen. Ja, aber Felder in Feldern in Feldern. Ja. Ich arbeite da gerade den nächsten Podcast aus zum Thema auch Dunkelheit. Was ist denn, wenn wir die Augen schließen? Dann ist es dunkel. Das sind auch wir. Ja? Wir können nicht nur zum Licht streben. Wir dürfen auch die Dunkelheit umarmen. Und die Dunkelheit ist etwas, was unbedingt entdämonisiert werden muss. Ja, wir haben immer die Wahl. Ich habe die Wahl, ob ich mein Zimmer heize oder nicht. Ich kann mich für warm oder kalt entscheiden. Ich kann rausgehen oder drin bleiben. Ich kann mich mit bestimmten Menschen treffen oder nicht. Und genau so habe ich auch in Feldern die Wahl zu sagen, ich klinge mich nicht in Krankheit ein, ich klinge mich in Gesundheit ein. Und wenn hier alle über Krankheit sprechen, dann bin ich entweder ganz schnell weg oder ich speise jetzt dieses Feld, das da kreiert wird, gerade von denen, mit neuen Energien, der Gesundheit, der Ganzheitlichkeit und so weiter. Und so geht es jetzt eben auch darum, neue Felder des Friedens zu kreieren und zu nähren. Und zwar nicht nur irgendwo da oben, indem man sich Frieden vorstellt, sondern in uns. Also wir dürfen uns auch reflektieren, wo bin ich noch irgendwo im Unfrieden? Denn eins ist klar, mit einem Menschen, der mit sich im Reinen ist, kannst du keinen Krieg machen. Das ist unmöglich. Und wenn alle Menschen mit sich im Reinen sind, muss ich nicht weiter ausführen. Ja? Und das ist jetzt unsere Aufgabe, wirklich zu gucken, wo habe ich noch Krieg in mir? Mit wem oder was bin ich im Unfrieden? Bin ich im Unfrieden mit meinem Körper? Mit meinem Partner, meiner Partnerin? Mit meiner Vergangenheit? Mit dem Schulsystem? Wo bin ich im Krieg? Und sich dieses Feld wirklich anschauen, Lösungen finden, sich in Lösungsfelder auch einklinken, die gibt es ja auch. Es gibt das Feld Denke in Problemen und es gibt das Feld Lösungen. Ja? Wir dürfen beide bedienen. Du kannst den ganzen Tag in Problemen denken. Du kannst den ganzen Tag kriegerisch denken, Schuldige finden, Trennung erzeugen. Aber du bist nicht dazu verpflichtet. Du hast die Wahl. Es gibt andere Felder.
Natürlich sagt das Ego, naja, es ist so einfach, kann es ja nicht sein. Jetzt haben wir hier Krieg und womöglich droht da ein Angriff. Und was kann da noch alles kommen? Und unschuldige Menschen sind betroffen und wir sollen es uns jetzt einfach schön denken. Das ich glaube, ist, das ist ganz wichtig. Nein, es geht nicht um schön denken. Ja? Genau. Anerkennen, was ist, ja, dass da im Außen tatsächlich etwas gespiegelt wird, was noch in uns ist. Es kann aus meiner Sicht nur da draußen existieren, was in uns ist. Ja, also Spiegelgesetze. Ja, und insofern sind die nicht von uns getrennt, da draußen. Ja, es ist einfach nur ein Spiegel unserer Projektion dessen, was wir bei uns noch nicht erlöst haben. Und ich weiß von einer Frau, die an Krebs gestorben ist und dann ihrer Tochter quasi erschienen ist und gesagt hat, wenn ich gewusst hätte, was Angst erzeugt, hätte ich keine Angst gehabt. Ne? Die hatte tatsächlich Zeit ihres Lebens Angst davor, Krebs zu bekommen. Ja. Hatten dadurch dieses Feld Krebs natürlich genähert mit der Energie ihrer Aufmerksamkeit. Ne? So wie du das vorhin gesagt hast, will ich Gesundheit denken oder gegen Krankheit. Gegen Krankheit ist das Feld Krankheit. Ja? Genau. Wenn ich Angst oder gegen, ich will das und das nicht haben, ne, dann bin ich ja permanent da in diesem Feld. Eben. Selbst wenn wir glauben, wir stehen für die richtige Seite und wir wollen das Gute, solange wir in diesen Feldern operieren, unterstützen wir das Gute nicht, unterstützen wir nicht den Frieden. Und das muss uns einfach bewusst sein, wie stark diese menschliche Schöpferkraft ist. Wir sind wirklich unglaubliche multidimensionale Wesen, die jetzt gerade so einen Evolutionssprung machen, so einen Entwicklungssprung machen. Und diese Kräfte, die wollen jetzt gelernt sein und die wollen jetzt richtig eingesetzt werden von uns allen als Menschheit. Und dazu dienen auch diese Einladungen. Das sind Einladungen des Lebens, uns zu entwickeln und uns zu entscheiden und wirklich wahrhaftig zu sein. Du hast einen Aspekt da kurz vorhin schon mal angesprochen, den ich auch für sehr wesentlich halte. Es ist jetzt 83 Jahre her, dass der Zweite Weltkrieg ausgebrochen ist. Und unsere Ahnen, also bei mir sind es meine Eltern, die da schon erwachsen waren und auch meine Geschwister sind alle viele im Krieg geboren, dass diese Felder nach wie vor existieren. Kannst du diesen Aspekt nochmal eben beleuchten, was wir da tun können? Ja. Gerne. Also jeder Gedanke, jedes Gefühl, alles erzeugt ein Feld. Und dieses Feld vernetzt sich, stellst dir vor wie in Comics, diese Gedankenblasen, ja? Und dieses Feld vernetzt sich immer nach dem Gesetz der Resonanz mit ähnlichen Feldern. Das bedeutet, Angst vernetzt sich mit Schuld und Scham und so weiter. Diese Felder vernetzen sich. Genauso vernetzt sich Liebe, Frieden und so weiter. Durch diese Kriege wurden natürlich vorherige Kriegsfelder noch weiter bestückt mit Tod, Verlust, Leid, Trennung, Verlust von Menschen, Verlust von Heimat, von allem. Ja, also das sind unglaublich starke Energien darin, die sich jetzt sehr, sehr lange schon halten. Auch das Thema Schuld habe ich schon ausführlich in anderen Podcasts angesprochen. Es ist sehr, sehr wichtig auch, dass jeder in sich schaut, wo fühle ich mich noch schuldig? Vielleicht persönlich, vielleicht aber auch kollektiv, weil ich Deutscher bin. Weil uns das eingeredet wurde, dass wir die Schuldigen waren und die Miesen waren. Und diese Felder, die sind immer noch da und viele von uns sind da immer noch eingeklinkt über vererbte Resonanzen in unserem Zellbewusstsein. Und die klinken sich da immer wieder auch ein, wenn wir natürlich Kriegsnachrichten
hören. Oder ähnliche Nachrichten von Tod, von Verlust, von Trennung und so weiter. Da kommen sofort diese Erinnerungen, suchen verwandte Felder, klinken sich ein. Wenn man in einem Feld eingeklinkt ist, bedeutet das, ich bekomme die ganze Energie aus diesem Feld. Also die ganze Angst, den Schmerz, die Trauer, die Schuldgefühle, das ist dann wieder noch stärker in mir und gleichzeitig speise ich wieder in dieses Feld ein. Das ist also wirklich eine Verantwortung auch, dass wir uns immer wieder im Laufe des Tages fragen, wo bin ich da eigentlich eingeklinkt? Ja. Und jetzt ist es so, das hatte ich anfangs schon erwähnt, dass es natürlich diese Kriegsfelder schon sehr lange gibt und dass die zur Lösung anstehen, und zwar schon seit Jahren. Und auch diese vergangene Zwei-Jahres-Thematik hat uns da jetzt wirklich auch geholfen. Ich weiß, für viele waren es auch schlimme Zeiten. Ich habe aber schon im April 2020 ein Video dazu gemacht und habe gesagt, schaut euch jetzt ganz genau an, was in euch für Gefühle hochkommen, wenn da die Straßen leer sind und ein Polizeiwagen oder ein Militärwagen mit Lautsprechern da durchfährt. Ich meine, die Bilder gab es schon. Und genau sowas wird dann reaktiviert. Und wir können uns dann entscheiden, ob wir uns jetzt die Decke ganz weit hochziehen und uns verstecken oder ob wir die Dinge endlich auflösen. Denn dafür ist diese Zeit da. Dazu sind wir eingeladen. Ja. Und die Felder, so wie ich sie beobachte, werden immer kleiner. Also flächendeckend über Deutschland ist gar nichts mehr, sondern überall kann man schon durchsehen und überall wird es schon leichter für die Menschen, sich anders zu entscheiden, klar zu denken. Mir fällt gerade ein, also als du sagst, diese Felder sind noch aktiv, also die wollen erlöst werden. Es ist ja spannend. Die meisten Menschen in Deutschland denken, wir hätten 1990 einen Friedensvertrag bekommen. Mitnichten. Wir befinden uns seit 1945, seit dem 8. Mai, in einem Zustand des Waffenstillstands mit, glaube ich, über 53 Nationen in der Welt. Waffenstillstand. Und dass die deutsche Regierung jetzt Waffen in der Ukraine liefert gegen die Russen, ist tatsächlich ein Bruch dieses Waffenstillstands. Das darf nochmal ins Bewusstsein geraten. Aber warum ich das auch nochmal erzähle, ein Friedensvertrag steht noch aus. Das heißt, jetzt ist die Zeit. Unsere Väter der BRD haben alles dafür getan, dass es zu keinem Friedensvertrag kommt, weil sie ein zweites Versailles fürchteten. Und zwar noch schlimmer, also wegen der Reparationszahlung. Ja, die heute nach einem Friedensvertrag rufen, haben das nicht so auf dem Schirm, dass es dann um Reparationszahlungen geht, die vielleicht Deutschland, und das hatten die befürchtet, in die Knie zwingen können. Aber so wie du das jetzt eben ja beschrieben hast, könnte jetzt die Zeit sein, dass wir vielleicht zu einem Friedensvertrag kommen, weil wir mit uns ja jetzt verstärkt in den Frieden kommen wollen und es tun, dass dann ein Friedensvertrag mit diesen ganzen Staaten, einschließlich Russland, gemacht wird, der eben nicht Reparationszahlungen wie Versailles vorsieht und sozusagen Deutschland in die Knie zwingen würde. Also sachlich ist es genauso, wie du sagst. Spirituell gesehen erhoffe ich mir, dass wir die Sache mit dem Vertrag einfach auch richtig verstehen und vielleicht sogar überspringen können. Vielleicht bin ich da aber auch zu ungeduldig. Denn in der neuen Welt, was brauchen wir da noch für Verträge? Weißt du, ich mache jetzt schon keine Verträge mehr, wenn ich es nicht unbedingt irgendwo muss, aber mit meinen Mitarbeitern auch oder so. Was soll das? Ich meine, wenn da niemand mehr sein will, warum soll ich die dann noch 3 Monate zwingen, bei mir zu arbeiten? Das passt doch dann für beide nicht mehr. Und wenn man ehrlich miteinander ist, wenn man wohlwollend miteinander ist, dann findet sich immer eine viel, viel bessere Lösung, als auf einen Vertrag zu pochen. Und ja, der Franz Hörmann hat mal so schön gesagt, als wir auch bei diesem Thema waren, mit Leuten, denen du nicht vertraust, machst du keine Verträge, und mit Leuten, denen du vertraust, brauchst du keine. Genau. Ja. Und so ist das. Und dieses Bewusstsein, das möchte immer mehr gelebt werden. Ich weiß, dass
es teilweise noch sehr weit entfernt scheint. Aber wir sind gerade auch in einem enormen Sprung drin. Also wir stehen wirklich gerade, wir gehen gerade über eine Schwelle. Ja, nicht nur jetzt diese große Schwelle, von der wir auch in unserem anderen Video gesprochen haben, sondern gerade jetzt in den nächsten Wochen im März und April und Mai, das ist eine richtige Schwelle, über die wir gehen. Und wir sollten uns jetzt wirklich hier und hier ganz richtig ausrichten. Wir sollten wirklich bewusst gehen in Gespräche, auch im Internet, wenn ich recherchiere, egal wo, wirklich bewusst sein. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Also diese Gier nach Nachrichten, negative Art, ist ja schon uralt. Ne? Wenn man die Moritaten-Sänger des Mittelalters, ne, die dann von Morden und Meucheln und die Leute haben, ja, also da, erzähl mir mehr. Das ist ein ganz eigenartiges Phänomen unseres Menschseins gewesen. Mhm. Das ist aber ganz tief in uns verankert. Jeder Mensch geht durch eine Art Heldenreise im Laufe seiner Entwicklung. Und so sind alle Spielfilme auch aufgebaut. Und das projizieren wir dann auch in die Nachrichten rein. Weißt du, wir wollen den Held sehen, wie er erstmal leidet, wie er Schwierigkeiten hat, wie er dann irgendwie eine Idee kriegt, wie er das lösen kann. Und dann wird er stärker, dann kommt er in seine Kraft, dann passieren noch mal ein paar ganz spannende Dinge und man weiß nicht, wie es ausgeht. Und am Schluss, und das ist wichtig, gibt's das Happy End. Das heißt, wir sind nicht süchtig nach negativen Nachrichten, meiner Meinung nach. Wir sind süchtig nach Spannung und einem Happy End, weil wir da so sehr beeinflusst wurden, weil da wirklich zugegriffen wurde auf unser innerstes Wesen, das diese Heldenreise durchlebt. Ja, und wir durchleben gerade alle eine Heldenreise. Nur nicht jeder hat gerade schon erkannt, dass er der Held in seiner Geschichte ist. Ja, und das dürfen wir alle noch erkennen. Wir alle sind gerade Helden und Heldinnen in einer fantastischen Geschichte, die unser Leben und die ganze Menschheit gerade betrifft. Und ein bisschen weniger in den Fernseher gucken, ein bisschen mehr die Schönheit dieses Lebens anschauen und ein bisschen mehr auch die Augen zumachen, nach innen gucken. Die Dunkelheit ertragen, mit der Dunkelheit Frieden schließen und auf das Herz hören. Und da wissen wir sowieso, was wahr ist. Wenn wir denn wissen wollen, wie ist das denn mit diesem Konflikt? Hier ist die Antwort. Da spüren wir die Wahrheit, denn die Wahrheit hat eine ganz eigene Frequenz, genauso wie die Unwahrheit. Und wir merken es hier, wenn wir Fragen stellen, wie es uns geht, ob es da weit wird und schön wird und aufgeht oder ob sich alles zusammenknotet. Und das sind unsere Merkmale. Und natürlich darf man sich da ein bisschen trainieren. Das klappt vielleicht nicht gleich beim ersten Mal und auch nicht aus einer vollkommen angstbehafteten Situation heraus. Aber wir können das lernen. Den Unterschied, ich glaube, diesen feinen Unterschied zwischen schönreden oder wegschauen. Oh. Ja, also ich sehe nichts und höre nichts. Ich will davon nichts wissen. So waren ja einige Begegnungen in der C-Zeit. Ja, also wenn man mal das Gespräch, ob das nun so gut ist, was ihr euch da reinpumpen lasst oder so. Nein, will ich nicht wissen. Und hör mir bloß auf mit Herrn Gates oder so. Diesen feinen Unterschied zwischen Wahrnehmen und dem Feld, die Energie entziehen, ne? Dem Kriegsfeld und weggucken. Also, Ich weiß, was du meinst. Also, dass wir nicht weltfremd, weltfremd sind und die Augen verschließen. Aber die Art des Blickes, offensichtlich ist es, wie wir auf die Dinge schauen. Ne? Ich weiß ganz genau, was du meinst. Und was ich in Teki ganz stark immer wieder betone und lehre, ist, akzeptiere den Ist-Zustand. Ja. Dräng den ja nicht weg, denn du bist ein schöpferisches Wesen. Und alles, was du jetzt siehst, hast du bewusst oder unbewusst miterschaffen. Alleine nur, dass du da bist, dass du an bestimmte Quellen angeschlossen warst und so weiter, mit bestimmten Menschen vernetzt bist,
eine Ahnenlinie hast, die dir etwas vererbt hat. Du musst es nicht bewusst getan haben, ja? Aber du hast hier Energien mit in die Welt gebracht. Und alleine dadurch bist du Schöpfer. Und es bedeutet, das, was du jetzt erlebst, was du jetzt in deinem Feld erlebst, das ist deins. Auch wenn du es nicht magst, egal ob es eine Krankheit ist, ob es eine Angst ist, ob es eine Beziehung ist, die gerade in die Brüche geht, oder auch das, was dir die Welt zeigt über Medien, es ist ein Stück deins. Und wenn du es wegschiebst und sagst, damit habe ich nichts zu tun, das sind die anderen schuld, wie soll ich denn da schon mitgemacht haben? Dann bedeutet das zum einen, du verleugnest deine eigene Schöpferkraft, du entziehst dir selbst Schöpferenergie. Du traust es dir nicht zu. Und zum anderen, durch dieses Ich schiebe die Verantwortung raus, schiebst du es aus deinem Wirkungskreis. Das heißt, du kannst es dann nicht mehr gut bearbeiten. Du schiebst es ja weg. Ja? Und also der erste Akt muss immer sein, das, was ich gerade erfahre, ob es mir passt oder nicht, voll und ganz anzunehmen, es in mein Feld zu holen. Ich muss es nicht mögen. Ich muss nicht sagen, toll, super, ich liebe dich. Aber ja? Der größte Hemmschuh ist da die Vorstellung von Schuld. Willst du etwas sagen, dass ich selber schuld bin? Ne? Also, genau. Wenn es um Mobbing ging zum Beispiel, ne, dass Täter und Opfer auf der gleichen Wellenlänge liegen, ja, beide mit einem Minderwertigkeitskomplex behaftet und der eine macht so und der andere macht so, aber es ist letztendlich die gleiche Welle. Und ey, da willst du, also der schiebt den Opfern die Schuld in die Schuhe, ne? Willst du etwa sagen, ich bin selber schuld? Also das ist immer wieder, Verantwortung und Schuld wird gleichgesetzt. Nein. Und es ist ganz wichtig, auch auf diese Sprache zu achten und es immer wieder auch schon den Kindern zu sagen, weil die kommen ja auch schon damit an, weil sie es irgendwo in der Schule oder so hören, ja, bin ich jetzt schuld oder er war schuld? Ja. Nein, niemand ist schuld. Jemand hat etwas getan, der darf jetzt die Verantwortung dafür übernehmen und vielleicht dann etwas Schönes nachschieben. Ja, so sollten wir eher auch die Kinder erziehen. Erziehen, schau, diese Worte, ne? Begleiten. Und so ist es eben jetzt auch mit diesen aktuellen Feldern. In dem Moment, wo ich sage, das ist da, kann ich mich auch da einklinken in diese Felder, aber ich tue es bewusst. Also ich kann mir auch ein paar Nachrichten anhören. Ich kann mir die Meinung anhören und die Meinung. Aber ich sollte es nicht nähren mit meiner Energie. Sobald ich merke, jetzt kommen starke Gefühle hoch und jetzt werde ich wütend und jetzt finde ich es unmöglich, was der gemacht hat und wie der da drauf reagiert hat. Das sollten wir merken, Moment, das hat nichts mit denen zu tun, das bin ich. Und jetzt mache ich aus, schließe die Augen, gehe nach innen und schau, was das in mir ist, was diese Wut verursacht, was dieses Ungerechtigkeitsbewusstsein jetzt verursacht. Und wo kann ich das an der Wurzel packen? Wo kann ich es auflösen? Und dann komme ich vielleicht zu einem Trauma, das meine Großeltern erlebt haben, dass die damals vertrieben wurden und ihre Heimat verlassen mussten und alles verloren haben, als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind und ganz neu anfangen mussten und es nicht leicht hatten. Und dann kann ich hier transformieren. Ich kann das aus meinem Zellbewusstsein, aus der energetischen Linie transformieren. Und ich kann vergeben, auch stellvertretend. Und ich bin frei. Und beim nächsten Mal, wenn ich so eine Pro-Kontra-Serie oder sonst was höre, sitze ich nur noch lächelnd da, schlage die Beine übereinander und entscheide mich neu, ganz bewusst. Also das ist die Emotionen, das ist ja ein Schlüssel. Ne? Genau. Die Emotionen kommen da hoch. Ne? Wenn ich jetzt höre, dass man hier schon also Jagd auf Russen macht in Deutschland oder dass die russischen Lkw-Fahrer kein Geld mehr haben, weil ihre Karten gesperrt sind. Sie können weder tanken noch Essen kaufen. Regelrecht Anschläge schon auf russische Menschen, also das erfordert ja schon ganz schön Stabilität, um da nicht in die Wut zu kommen, ne, in die Wut, dass man den Menschen das antut. Und da zu gucken, woher kenne ich das?
Ja, woher kenne ich jetzt diese Emotionen, die da jetzt hochkommt, und darf sie dort, wo sie entstanden ist, transformieren? Ne? Kann man das so sagen? Ganz genau da. Ja. An der Wurzel. Und die ist eben in unserem eigenen Leben oder in der Linie unserer Vorfahren oder auch, indem ich in anderen Inkarnationen etwas transformieren darf, weil ich da vielleicht auch in irgendeiner Weise dabei war, mitgewirkt habe. Und die Geschichte der Menschheit ist ja lang. Also wir können das ja nicht auf ein paar Jahre Nationalsozialismus reduzieren. Da war ja schon vieles, vieles mehr. Und in ganz vielen Menschen wirkt eben immer noch das Thema, sich selbst nicht ganz annehmen können, weil man sich für die Vorfahren schämt. Man schämt sich für den Großvater. Weißt du, also was sind denn unsere Ahnenfotos? Wenn ich mir die Galerie bei meinen Verwandten irgendwo anschaue, da haben die ja immer Uniformen an. Ja, das sind so die Fotos einfach. Das war eben damals so. Da hat man sich dann in Uniform ablichten lassen. Das heißt, es ist immer in unserem Bewusstsein, die waren alle im Krieg. Das waren Nazis. Wir wissen gar nicht genau, was die da gemacht haben, aber die haben da was gemacht und ich bin davon abstammend und das ist bei jedem anders, ja. Kann ich jetzt nicht ganz pauschal sagen, aber viele sind da eben eingeklinkt, da die schlecht waren, bin ich auch schlecht. Wir müssen da immer noch was wieder gut machen und so weiter. Und wenn wir uns einfach mal erlauben, auch so zu denken, dass die Geschichte vielleicht ganz anders war. Denn die Sieger schreiben die Geschichte. Ja? Und wenn wir uns mit all diesen Themen beschäftigen, die ich auch schon extra angesprochen habe, mit den Rheinwiesen und so weiter, dann gibt es da so, so, so viel anderes. Ja, und wir können so stolz sein auf unsere Vorfahren und wir können stolz sein auf die Vorfahren, die vor dem Krieg da waren. Wir nehmen noch die Energien von mindestens 7 Generationen rückwirkend mit uns, ja? Und da war so viel Großartiges dabei. Wir sollten uns alle befreien von diesem Schuldfeld. Das ist das einzige Video, was man mir je gelöscht hat von YouTube, war mit der Frage, planten Roosevelt und die USA den Zweiten Weltkrieg? Das hatte innerhalb von einer Woche über 130.000 Klicks. Und über 1.000 Kommentare. Und wegen unangemessenem Inhalts, es war alles hervorragend recherchiert. Ja, das war das Einzige, was gelöscht wurde. Und es wird ja nur das gelöscht, was gefährlich ist. Gefährlich ist, ein anderes Denken zu entwickeln. Ja, also aus diesem Schuldkult, den wir jetzt noch mal in Extrem hier erleben mit dieser Regierung. Also heftiger geht es ja gar nicht, dass dieses Gutmenschentum daraus entsteht, ja, aus Schuld und Scham. Und ich habe mich in meiner Jugend, habe ich mich natürlich geschämt, ja, Deutscher zu sein. Das war über ein Jahrzehnt ganz extrem. Scham und Deutschlandflagge, das war immer Nazis. Das muss man vorstellen, so gehirngewaschen waren wir. Und jetzt ist es an der Zeit, tatsächlich da aufzuräumen. Und ganz entscheidend ist unser Bewusstsein. Ganz genau so. Also es geht jetzt darum, nicht nur uns zu erlösen, sondern eben auch die Vergangenheit und all die Seelen, die da noch damit verknüpft sind. Und das sind alle, die jetzt da sind. Das sind aber auch viele unerlöste Seelen noch, die jetzt ihren Weg nach Hause finden dürfen. Die jetzt auch sozusagen in Schuld und Scham und oder in diesen, sag ich mal, sehr niedrig schwingenden Energien sind, weil sie Dinge erlebt oder auch getan haben, die nicht menschlich waren. Ja. Genau, vor allem das Getan haben ist ein ganz großer Punkt, ja, weil man dann, ich kann es nur mit einfacher Sprache ausdrücken und natürlich ist es immer komplexer, aber ganz einfach ausgedrückt, die Seele, wenn sie den Körper verlässt, fühlt sich nicht würdig, nach all dem jetzt wieder heimzukehren. Und so erschafft sie sich natürlich immer wieder neue Erfahrungsfelder auf derselben Ebene. Und auch das will erlöst werden. Das heißt, wenn wir unseren Ahnen wieder die Ehre geben, ich bekomme gerade eine Gänsehaut. Dann können wir sie erlösen.
Genau so. Und da geschieht unglaublich viel gerade. Also da ist so viel los, gerade die letzten 2 Wochen, ganz, ganz enorm. Und deswegen habe ich auch eine Überschrift in diesem Podcast, den du angesprochen hast, Neue Dimensionen des Friedens, der heißt, kann den Krieg Frieden bringen? Und das ist tatsächlich eben ein Inhalt, denn nichts gibt es nur auf der einen Seite, ja? Und das ist ganz wichtig, auch für uns alle zu verstehen. Manchmal ist es eine Einladung, über die Kurve ins andere zu finden. Denn alles ist immer miteinander verbunden. Ja? Und vielleicht hatten wir diese Gelegenheit schon in den letzten 2 Jahren und haben sie nicht ausgiebig genug genutzt. Jetzt kriegen wir eben noch eine neue. Das heißt, also für mich ist ja Liebe ist ja gleichbedeutend mit Verbundenheit. Ja, Liebe verbindet. Einheit. Ja. Teilhard de Chardin, das war ein Evolutionsforscher, der hat gesagt, so, selbst die atomare Bindung schämt er sich nicht, ja, Liebe zu nennen, Kraft der Liebe. Ja, also die Kraft, die verbindet. Und dass wir jetzt diese Kräfte, alles, was verbindet, ohne Ansehen sozusagen der Herkunft, der scheinbaren Schuld oder sonst was, alles, was verbindet, jetzt zu stärken und den Rücken sozusagen, also erstmal wahrzunehmen, das, was trennt, aber dann komm nicht, ich stärke dich nicht, fällt der Trend. Genau. Wir haben im Prinzip schon seit mindestens 2 Jahren offenen Krieg, ja, wenn man es so sieht. Denn das Wesen des Krieges ist Urteil, Trennung und so weiter. Es sind diese Felder, die da herangezogen werden. Und wenn wir uns die letzten 2 Jahre anschauen, das war, ja, ich nehme das Wort nicht gerne, weil es geframed ist, aber es war Spaltung, es war Trennung, es war auseinander. Auch darin gab es wieder einen positiven Aspekt, nämlich diese sinnvolle Umverteilung, von der wir ja auch gemeinsam gesprochen haben. Aber jetzt sieht man ja, jetzt funktioniert das schon nicht mehr so gut, weil, also gerade das mit der Spritze hat ja super geklappt, zu nochmal auseinanderzubringen, ja. Aber das geht eben nicht so lang, weil die Liebe stärker ist. Da haben sich vielleicht Familien entzweit und Eltern und Kinder zerstritten und so weiter. Und dann hat sich der eine den Shot geholt und der andere nicht. Und dann sind ein paar Monate vergangen. Und jetzt merkt man, man liebt sich eben doch noch. Und dann nähert man sich wieder an und dann lässt man sich nicht mehr so leicht in die Suppe spucken von irgendwem. Ja? Und darum geht es jetzt eben auch, jetzt funktioniert das nicht mehr so gut, jetzt muss was Neues her. Ja. Und jetzt geht es über dieses Kriegsfeld, aber es sind immer einfach Kriegsfelder und wir sind ein ganz, ganz wertvolles Spielzeug, das gerade missbraucht wird. Oder wir werden als Spielzeug missbraucht, so will ich sagen, statt in unserer eigenen Kraft zu sein und uns das zu manifestieren, was wir eben wirklich möchten. Und ich bin sicher, hier will niemand Krieg, niemand. Wir sind 83 Millionen Menschen alleine in Deutschland. Dazu kommen noch all die Russen, Ukrainer, Österreicher, Schweizer und überhaupt die ganze Welt. Und niemand will Krieg, außer ein paar, die da irgendwie davon profitieren. Hallo? Könnt ihr bitte jetzt bewusst sein und euch für die Felder des Friedens entscheiden, in euer Herz hören, aufzuhören, euch da auseinandertreiben zu lassen? Ja. Ganz wichtig. Ja. Immer wieder noch, ohne uns kann das nicht manifestiert werden. Nein, unsere Schöpfung braucht uns. Ja, unsere Schöpferkraft. Für alle Szenarien in der Welt braucht man unsere Schöpferkraft. Und da kann man sagen, okay, nee, bekommt er nicht. Bekommt er nicht mehr. Genau. Netter Versuch, danke, ja. Aber ich habe mich schon für das Angebot, ja, es ist ja immer als Angebot auch so benannt worden. Und letztendlich die letzten 2 Jahre, ja, die kriegerischen Worte, ja, die da gebraucht wurden, gegen den unsichtbaren Feind. Ja, vorher war es der Terror, dann ist es das V, ja, und so weiter. Jetzt ist er sichtbar, hat einen Namen, ist ja schön aufgebaut worden seit 8 Jahren. Ja, also der neue Hitler und solche Sachen. In Freund-Feind-Denken
sind wir richtig gut reingelenkt. Und jetzt ist es an der Zeit, Stopp-Taste zu drücken. Ja. Ja, und das ist einfach Bewusstsein. Ja, also wir müssen gar nichts tun. Wir müssen nur in uns unser Herz öffnen und uns entscheiden für das, was wir wirklich wollen. Und das braucht vielleicht am Anfang ein bisschen Übung. Ja, dass wir wirklich sagen, okay, meine Gewohnheit, jeden Tag die Tagesschau anzuschauen oder mir die alternativen Medien so reinzuziehen, das ist nicht viel besser, weil es sind die gleichen Felder. Ja. Nur, dass dann eben wieder Putin doch der Gute ist und der andere doch der Schlechte und so viele Schweinereien im Hintergrund noch gelaufen sind. Aber das tut eigentlich gar nichts zur Sache. Wir nähren immer diese Felder, egal für wen wir sind und für was wir sind und wie sehr wir uns den Frieden wünschen. Solange wir uns den nur wünschen und ihn nicht machen, nähren wir den Krieg. Und das muss uns bewusst sein. Und je bewusster das jetzt allen Menschen wird, umso schneller geht das. Und ich kann das wirklich wahrnehmen, dass sich das selber überholen kann. Also dass es unglaublich schnell gehen kann, jetzt, wenn wir alle da uns richtig ausrichten. Es kann unglaublich schnell gehen, dass sich alles zum Guten wendet. Ja. Und immer wieder, wo ist Krieg in mir? Wo möchten Dinge in mir erlöst werden? Und dann darf ich weitergehen, ja, in eine Zukunft, die friedlich ist. Friedlich, lebendig, kreativ, ja. Sandra, ja. Ich danke dir von Herzen, dass du die Zeit gefunden hast und wünsche dir für die restlichen Wochen dort unten, du bist noch bis Ende März, glaube ich, in der Nähe von Kapstadt. Ja. Viele schöne Begegnungen und auch das erste Tiki-Seminar da unten. Ja, Präsenzseminar. Alles, alles Liebe dir und auf ein Wiedersehen. Danke. Ja, herzlichen Dank, Götz. Dasselbe für dich und immer wieder gerne. Also, tschüss. Ja, ihr Lieben, machen wir uns an die Arbeit. Nein, nicht Arbeit. Machen wir uns daran, jetzt bei uns aufzuräumen, unseren Fokus tatsächlich auf das Verbindende, auf das Friedliche zu richten, ohne das andere, ja, einfach nur beiseite zu schieben. Und Sandra hat da wunderbare Gedanken eben dazu geäußert. Man darf gerne auch noch mal zurückspulen. Und sie hat in ihrem Podcast, die neuen Dimensionen des Friedens, hat sie Fragen gestellt, die man sich ja stellen kann, ne, so in der Richtung, wo ist noch Krieg in mir? Wir verlinken das, ne, diesen Podcast werden wir hier unter dem Video verlinken. Ich danke für eure Aufmerksamkeitsenergie und lenkt sie in Zukunft richtig gut. Also, ich sage für heute Tschüss.